Chichen Itza, die unglaublichen Geheimnisse der antiken Maya-Stadt. Chichen Itza liegt auf der Halbinsel Yucatan, Mexiko, und ist eines der bedeutendsten Komplexe der Maya-Kultur. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, ein für mich persönlich sehr interessantes Thema. Das Video heißt Chichen Itza, die unglaublichen Geheimnisse der antiken Maya-Stadt. Ich war selbst da gewesen und ich versuche parallel zu dieser Reaction auch den Vlog hochzuladen und den hier als ersten Link unten in die Beschreibung reinzuhauen. Denn ich habe da natürlich auch einen Vlog drüber gemacht und den werde ich jetzt auch auf dem Hauptkanal hochladen und ich hoffe, dass das jetzt parallel dazu funktioniert, beziehungsweise ich werde das möglich machen. Deswegen klickt den ersten Link in der Beschreibung. Da wird meine eigene Chichen Itza-Recherche verlinkt sein. Ich küsse eure Zirbeldrüse, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und ich muss euch wirklich sagen, also als ich da war, das war einer der krassesten Erlebnisse, die ich hier in Mexiko gemacht habe. Mir diese Pyramide vor Ort anzugucken, einer der 7 Weltwunder, die Energy zu spüren, zu gucken, wie das Ding, wie groß und mächtig das Teil ist so. Und auch diese ganzen Dinge, die da sind, wenn man da in die Hände klatscht, dann kommt ein Vogelgeräusch oben raus. Werdet ihr alles in dem Vlog sehen und vielleicht auch hier in dem Video. Und ja, war für mich eine sehr faszinierende, prägende Geschichte. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Reist mal nach Mexiko, guckt euch diese Pyramide an. Es gibt auch noch mehrere Pyramiden, die ich auch definitiv noch sehen möchte. Aber ja, wir gehen jetzt rein in den Peter. Ich liebe euch. Es geht los. Geil. Vielleicht einer der beeindruckendsten Orte der Maya-Kultur. Ist so, Bro. Jetzt, wenn ich das sehe, ich will wieder hin. Ich gehe, glaube ich, nochmal hin. Scheiß drauf. Befindet sich in Chichen Itza, einem Ort, der viele Geheimnisse birgt. Chichen Itza liegt auf der Halbinsel Yucatan, Mexiko, und ist eines der bedeutendsten Komplexe der Maya-Kultur. Chichen Itza ist ein Synonym für Majestät. So sehr, dass es als eines der 7 Weltwunder der modernen Welt betrachtet wird und deutet am Cenote des Brunnens der Itza. Dieser Name bezieht sich auf die Cenote Sagrado, den großen natürlichen Brunnen, den die Bewohner der Region als einen der wichtigsten Zugänge zur Unterwelt betrachteten, angeblich der Ort, an dem die wichtigsten Maya-Götter wohnten. Falls der Ausdruck Chichen aus den Huasteco stammen sollte, bedeutet er befiederte Schlange. Diese Sprache wird mit den Maya in Verbindung gebracht, insbesondere mit der herrschenden Elite von Chichen Itza, bestehend aus Kriegern, Priestern und Händlern. Die herrschende Elite führte die Verehrung des Gottes Kukulkan ein. Der heißt die Straße hier bei mir, Digga, direkt, Kukulkan Avenue. Heftig. Nach der Maya-Kultur gibt es im Kosmos 3 Teile, den Himmel, die Erde und die Unterwelt. Die Unterwelt ist der Ort. Die hohle Erde. Oh shit. Wir sind drin, Digga. Miese Recherche. Und weiter. Dem die wichtigsten Götter leben. Die Maya versuchten, das Gleichgewicht zwischen dieser verborgenen Welt tief in der Erde und ihrer eigenen auf der Oberfläche zu bewahren. Denn wenn die Gottheiten der Unterwelt nicht zufrieden waren, waren die Konsequenzen für sie furchtbar. Dürre, Hunger oder Krankheiten könnten einen Großteil der Bevölkerung auslöschen. Deshalb glaubten sie, dass sie durch Opfergaben, sei es von Menschen oder Tieren, die diese Wesen verlangten, deren gierigen Appetit befriedigen und sie in Ruhe lassen würden. Wir wissen, dass dies nicht neu ist. Auch in anderen Kulturen forderten Götter Opfer. Sogar die Bibel berichtet in Genesis Kapitel 22, Verse 6 bis 14 davon, wie Abraham beinahe seinen einzigen Sohn opferte, auf göttlichen Befehl, etwas, das damals üblich war, aber in diesem Fall wurde er verschont. Auch während der Wanderung durch die Wüste von Moses und seinem Volk. Eine Sache meiner Meinung nach, wo die einfach einen falschen Glauben, also, weißt du, ich glaube, dass es auch Glaubensrichtungen gab, die auch Fehler vorweisen, so. Weißt du, wie ich meine? Weil Menschenhände auch involviert waren. Und ich glaube, die Mayas haben einfach den Fehlglaube gehabt, dass man mit Opferung
irgendwas verändern. Es gibt auch eine Geschichte, wo die halt auch ein Kind geopfert haben, damit irgendetwas nicht passiert und dann ist es trotzdem passiert. Also die haben an was geglaubt, meiner Meinung nach, teilweise gerade mit diesen Opferungen auch von Kindern und Tieren und so, was nicht wirklich was gebracht hat, sondern es war einfach nur eine Überzeugung, die aber nicht der Realität entsprochen hat, weißt du? Weil das ist, kannst du mir auch nicht erklären, wie das irgendwie was Gutes sein soll. Es war auch immer so das, was mich so ein bisschen, wo wir dann da waren, wir haben auch diesen Stein, da gibt es so einen Stein, wo auch dann da, wo die geopfert wurden, weißt du, das kannst du dir reinziehen, Digga, und das ist halt schon crazy. Auf dem Weg ins verheißene Land zwang Gott sein Volk, alle Stämme anzugreifen, die sie auf ihrem Weg fanden, um ihnen das Leben zu nehmen als Opfer. Nee, nein, das ist nicht Gott. Gott würde niemals einem Menschen befehlen, einen anderen Menschen zu töten. Hat nichts mit Gott zu tun. Das ist aber nur meine persönliche Ansicht, ne? Ich will euch nicht sagen, was ihr glauben müsst oder nicht oder sollt oder nicht. Das denke nur ich so. Ich glaube, Gott ist barmherzig. Gott ist überall. Gott ist Liebe. Gott ist in uns allen. Gott würde niemals einen Menschen dazu bewegen, einen anderen Menschen oder ein anderes Lebewesen zu töten. Das ist meine persönliche Meinung oder Philosophie. Das erste Opfer, von dem in der Bibel gesprochen wird, erscheint in Genesis, als Kain Gott Früchte und Gemüse als Geschenk darbrachte und Abel die Erstgeborenen seiner Schafe opferte. Natürlich lehnte Gott das Gemüse ab und bevorzugte das Blut der Tiere, genau wie die Gottheiten in anderen Kulturen. Diese Entitäten ernähren sich von der Energie der Furcht, die lebende Wesen beim Opfern ausstrahlen. Und das ist krass, Digga, das sounds devilish for me, bro. Das hört sich teuflisch an und nicht göttlich. Diese Gottheiten leben angeblich von der Energie, von der Angst und von diesen. Das ist doch das, was die Eliten auch weiter treiben. So. Deswegen machen die doch so einen Unfug auch mit Minderjährigen und diese ganze Scheiße, Epstein's Island, dies, das, bla. Bis hin zu Berichten, wo die angeblich mit irgendwelchen. Weißt du, ich will gar nicht drauf eingehen, aber was Xavier auch mal gesagt hat und so, weißt du? Bloodmäßig und so. Das hört sich genau nach diesen Ritualen an, bro. Bevorzugen Tiere und Kinder. Interessanterweise waren für die Maya die Zenoten der Eingang zur Unterwelt und der Ort, an dem Zenoten sind wild. Menschliche Opfer dargebracht wurden, um dann ihre Körper in die Tiefen zu werfen, um die Gunst des furchterregenden Gottes Shak zu erlangen. Vielleicht wurde die Pyramide von Kukulkan, auch als El Castillo auf Deutsch das Schloss bekannt, deshalb an ihrem richtigen Ort nach der heiligen Geometrie platziert. Diese El Castillo. Konstruktion ist von Zenoten umgeben. Im Norden, Osten, Süden und Westen. Ja, das sind krasse Zenoten. Außerdem wurde sie über einer anderen Zenote errichtet. Einige Archäologen sind der Meinung, dass El Castillo das Axis Mundi oder das Zentrum der Welt repräsentieren könnte. Krass. Nach der Analyse der Überreste in der heiligen Zenote von Chichen Itza stellten Forscher fest, dass 80% der Opfer Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren waren. Boah, Digga, ekelhaft. Damals häufig vorkam. Kürzlich erkundete eine Gruppe von Tauchern zwei unterirdische Gänge, die bei der kleinen Pyramide namens El Osario begann. Sie hofften, bis unter El Castillo zu gelangen. Jedoch war der Eingang mit Steinen versperrt. Niemand weiß, warum sie das getan haben. In El Castillo zeigen sich die tiefsten Kenntnisse der Maya in Mathematik, Geometrie, Akustik und Astronomie. Ja, Mann, jetzt kommt es mit der Sonnenwende, Digga. Bei der Sommersonnenwende, ich weiß nicht genau, welche Sonnenwende, aber bei der Sonnenwende auf jeden Fall sieht es so aus, als ob eine Schlange die Treppen hochgeht. Und wenn du dich vor die Pyramide stellst und klatscht, kommen Geräusche oben aus der Pyramide raus. Das können die Wissenschaftler bis heute nicht erklären. Die Seiten sind auf 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet und die 365 Stufen entsprechen der Anzahl der Tage im Jahr. Im Jahr 1935 wurde in dem Tempel von Kukulkan die sogenannte Sala de las Ofrendas. Man konnte da auch reingehen, noch vor ein paar Jahren, aber da haben die leider zugemacht. Camera Norte, auf Deutsch Saal der Opfergaben oder Nordkammer, entdeckt, in der sich eine Figur von Shak Mol mit Einlegearbeiten aus Perlmutt in seinen Nägeln, Zähnen und Augen befand. Im Jahr 1936
wurde die Opferkammer entdeckt, in der menschliche Knochen und die Skulptur eines Jaguars, Panthera onca, in Rot mit 74 Jade-Einlegearbeiten, die die Flecken simulieren, gefunden. Die habe ich auch gesehen. Es wurden zwei Pyramiden innerhalb von El Castillo entdeckt. Ja Mann, das sind nochmal Pyramiden in der Pyramide. Die älteste hat eine Höhe von 10 Metern und wurde dank der dreidimensionalen elektrischen Tomographie entdeckt, die das Innere der Pyramide beleuchten kann, ohne sie zu beschädigen. Die zweite misst 20 Meter bis zur Plattform des Schreins. Muss mal überlegen, Digga, das sind einfach Pyramiden in der Pyramide drin. Wo sie Figuren von Chakmol und dem Jaguar gefunden haben. Die aktuelle Pyramide, die wir heute sehen, ist fast 30 Meter hoch. Mit der das ist crazy, mächtig. Technik entdeckten sie, dass die Pyramide von Kukulkan über der Zenote gebaut wurde. Das ist krass, das wusste ich zum Beispiel nicht, Digga. Das haben die uns gar nicht gesagt, dass da drunter eine Zenote ist. Zweimal im Jahr warten Touristen auf den Abstieg von Kukulkan, während der Tag- und Nachtgleiche im Frühling und Herbst. Tag- und Nachtgleiche, nicht Sommer, Sonnenwinde, sorry. Da einige Fassaden beschädigt sind, ist kein Phänomen von Licht und Schatten bei den Tag- und Nachtgleichen Sonnenaufgängen zu beobachten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass, wenn die Treppen und Geländer restauriert würden, der Aufstieg des Schlangenkörpers zur Pyramide entlang der Treppe eine Südwestfassade sichtbar wäre. Doch, Digga, das geht. Hä? Ich habe gehört, dass man das noch sehen kann. Ein Aufstieg der Schlange. Diese Licht- und Schattenphänomene, die auf der Pyramide beobachtet werden, sind ein Beweis für das Wissen, das sie hat. Digga, das ist krass, Mann. Ich muss das sehen. In der Struktur, die als das Observatorium bekannt ist. Ja, Mann, das ist auch krass. Zeigt auch die Spirale oder das kreisförmige Gebäude Licht- und Schatteneffekte während der Tag- und Nachtgleichen. In der archäologischen Zone von Mayapan gibt es eine kleinere Pyramide, aber mit denselben Proportionen und natürlich Kukulkan gewidmet. Die wellenförmige Projektion des Schlangenkörpers ist auch bei Sonnenuntergang in der Nähe der Sonnenwenden zu sehen. Es ist jedoch nicht so spektakulär aufgrund des Verfalls der Struktur. Ein weiteres interessantes Phänomen tritt auf, wenn jemand vor der Treppe klatscht. Das ist krass. Der Klang breitet sich über die Stufen aus, prallt ab und wird verzerrt. Anstatt den Applaus zu hören, hört man eine Geräuschkulisse, die dem Gesang eines Ketzerls ähnelt. Das ist krass einfach. Muss ich eigentlich kurz einblenden hier. You make a straight line in the middle, you get a mirror image. It's totally symmetrical. And it's the calendar, and it's the main temple. What year is right now for the Mayas? 5,000. 5,000? Approximately. The time started in 3113 BC. Vlog jetzt online, meine lieben Freunde. Check it out. Nicht nur auf der Pyramide von Kukulkan finden wir Schlangen, sondern auch in der architektonischen Dekoration von Säulen und Türstürzen anderer Gebäude in Chichen Itza. Im Tempel der Jaguare, so genannt, weil sich diese Tiere an seiner Vorderseite befinden, gibt es ebenfalls zwei riesige gefiederte Schlangen, die die Säulen im Eingangsbereich bildeten. Es gibt noch mehr Schlangen im Tempel der Krieger, einem der beeindruckendsten und am besten erhaltenen. Neben ihm befindet sich die Gruppe der 1000 Säulen, die eigentlich ein mit dem Tempel der Krieger verbundener Tempel ist und ihren Namen von den 200 Säulen auf der Freifläche der Struktur erhält. Auf dem Spielfeld wird der mystische Kampf zwischen Tag und Nacht symbolisiert. Zusätzlich dazu, da haben die Basketball gespielt, Digi. Während jemand im Tempel am südlichen Ende spricht, die Stimme am gegenüberliegenden Ende gehört werden. Das ist krass, Digga. Du kannst ganz leise reden und auf der anderen Seite hörst du die Stimme. Da der Klang an den Wänden des nördlichen Tempels entlang hallt. Das ist so krass, Bro. Auf der Plattform der Adler und Jaguare sind diese Tiere dargestellt, wie sie menschliche Herzen verschlingen. Der Vibe, auch wenn du da bist, der Vibe ist different, Bro. Der Vibe ist crazy. Das ist irgendwie, keine Ahnung, diese Städten strahlen immer noch was aus.
Du merkst das, wenn du diesen Ort betrittst und dann die Pyramide siehst und dann auf diesem Platz da rumsteppst, so, das ist crazy. Der Tempel des bärtigen Mannes ist vielleicht das am besten erhalten. Der Tempel des bärtigen Mannes, haut's? Gebäude, das das große Spielfeld umgibt. Der Tempel verdankt seinen Namen einem seltsamen bärtigen Mann, der die Szene anführt. Wir dürfen nicht die Kirche vergessen. Ein kleines Gebäude neben dem Haus der Nonnen, das nur einen Raum und eine Eingangstür hat. Oder den Markt in T-Form, an dessen Vorderseite eine Plattform von 80 Metern Länge und 15 Meter Breite aufragt, bestehend aus einer Reihe von Säulen. Bei der Betrachtung der Symbolik von Chichen Itza lässt sich die enorme Macht, die diese vermeintlichen Götter über die Bevölkerung hatten, nicht leugnen. Auf der ganzen Welt, sowohl in den Bauwerken als auch in alten Schriften, haben uns unsere Vorfahren Zeugnisse über die Existenz dieser nichtmenschlichen Wesen hinterlassen, die sich vom Leiden und den niedrigen Schwingungen ihrer Untertanen ernährten. Immer mehr Menschen erkennen... Vom Leiden und den niedrigen Schwingungen ihrer Untertanen ernährten? Ich weiß nicht, Bro. Seine Interpretation, ob die so on point ist, weiß ich nicht, Bro. Dass diese nichtmenschlichen... Es gibt ja mehrere... Ich habe mir manchmal so mehrere Dinge auch reingezogen, wo die sagen, dass es halt Außerirdische waren, die uns Menschen eigentlich nur erschaffen haben, damit wir für die so wie Sklaven arbeiten, so. Weißt du? Ist eine krasse Theorie. Also ich kann mir... Ich sag nicht, dass die nicht eventuell, die alten Zivilisationen, irgendwas... Also irgendeine Connection zu irgendwas, was wir heute nicht mehr haben, war auf jeden Fall da. Weißt du? Auf welche Art und Weise, weiß ich nicht. Wer das war, weiß ich auch nicht. Ob die einfach sich mit diesen Sachen viel mehr beschäftigt haben und da viel tiefer reingegangen sind als wir heutzutage und verstanden haben, dass es noch eine Welt gibt außerhalb der Welt, die wir sehen können. Oder ob das irgendwelche Leute von anderen Planeten waren, mit denen die connected waren oder Kontakt hatten. I don't fucking know, Bro. Aber ich finde das sehr, 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 sehr spannend, diese Thematiken. Und ja, also... Ich kann immer, wenn ich sowas höre, dann kommt mir immer wieder in meine Erinnerung, als ich hier auf dem Dach in Mexiko dieses unbekannte Flugobjekt gesehen habe. 2 Tage, nachdem ich an der Maya-Stätte in Tulum war und 3 Tage, bevor ich nach Chichen Itza gefahren bin, war irgendwie krass für mich so. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie, vielleicht war das ein Zeichen. Vielleicht waren die wirklich connected mit irgendwelchen Außerirdischen und die haben auch versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen, Digga. So, jetzt sind wir in der deepen Mystik angelangt, meine lieben Freunde, Digga. Jetzt könnt ihr mir den Aluhut aufsetzen, ich küsse euer Herz. Wesen schon immer unser Leben regiert haben, durch Furcht und Täuschung. Früher wusste das Volk von ihrer Existenz. Heute ziehen sie die Fäden im Verborgenen. Ah, okay, denn seine Theorie ist, okay. Dass das damals den Leuten bekannt war und heute sind das die gleichen Leute, die uns so unbewusst halten, uns steuern mit Medien, Unterhaltung, Politik. Krass. Es gibt nur eine Sache, die sie fürchten. Und das ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Krass. Krassen Twist am Ende, ne? Schon sehr interessant, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden, sage ich euch ehrlich. Crazy stuff auf jeden Fall. Eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.